nie war die Schweiz so erfolgreich im Fußball wie jetzt, so scheint es. Wer sich an die Aufschwungsanfänge zurückerinnert, dem kommt als erstes ein ganz spezielles Jahr in den Sinn. Die Rede ist von der WM 1994. Und ein ganz spezieller Spieler, eine schillernde Sportfigur und einer der besten Spieler, die die Schweiz je gehabt hat. Die Rede ist von Alain Sutter. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist eben mit 17 zum Profifußball gekommen und hast kurz darauf aber schon für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Aus heutiger Sicht, ist das zu früh gewesen? Nein, überhaupt nicht. Es kann nie zu früh sein, sondern es war eine super Gelegenheit, dass es bei mir so schnell ist gegangen. Ich bin unheimlich dankbar dafür. Es hat ganz viele Herausforderungen dann gegeben durch das in meinem Leben, in meiner Fußballerkarriere. Aber die sind wichtig, dass ich habe wachsen und mich habe weiterentwickeln konnte. Hey, ich bin dankbar, dass es so früh schon losgegangen ist. 65 Mal hast du für die Schweiz gespielt. Wie hast du deinen Durchbruch in der Schweizer Nazi erlebt? Ja, das ist so als junger Spieler, wo ich neu bin, zukomme mit 17, ist natürlich auch ein Auf und Ab. Mal bin ich dabei, dann wieder Phasen, wo ich nicht dabei war. Und so richtig Durchbruch, weiss ich gar nicht, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Wann war es dann so, dass ich voll dabei war? Es war so wie ein schleichender Prozess, dadurch, dass ich eigentlich immer ein bisschen dabei war. Und es ist aber so gewesen, dass die Nationalmannschaft immer etwas ganz Wichtiges war. Und ich habe halt auch noch Zeiten miterlebt, wo wir die ehrenvollen Niederlagen kassiert haben, wo wir eigentlich gar nie gewagt haben, zu träumen, dass wir jemals eine Endrunde dabei sind. Das hat sich zum Glück dann im Laufe meiner Karriere gewendet. Was für Niederlagen sprichst du an? Ja, das sind natürlich eben in der Anfangsphase, wo ich dabei war, dann ist es nie darum gegangen, dass wir irgendwo vorne mitspielen in den Qualifikationen für WM oder EM, sondern dass wir uns in dem Sinn ehrenhaft verabschieden von dieser Qualifikation und den einen oder anderen Punkt einfahren. Also wir haben nie irgendwo eine Chance gehabt, dort uns für eine Endrunde zu qualifizieren. Figuren wie du selber oder der Chapuisat oder der Sforza haben den Sport attraktiv gemacht und für eine breite Öffentlichkeit interessant gemacht. Wie sind ihr damals mit dem umgegangen? Ich kann nur von mir reden. Für mich war es etwas Schönes, zu sehen, dass der Stellenwert von dem Sport, den wir betreiben, einfach ein bisschen grösser wird. Ich weiss noch, als ich angefangen habe, bei GC mit 17, da hat mir Fußball zwar in der Öffentlichkeit schon wahrgenommen, aber die meisten haben gedacht, dass kannst du dann mit Geld verdienen. Und ist das überhaupt ein Beruf? Und hat in dem Sinn kein Stellenwert in der Schweiz. Und das hat sich natürlich dann verändert. Die Aufmerksamkeit ist grösser geworden. Und auch das, wenn du etwas machst, was in der Öffentlichkeit stattfindet, wenn die Resonanz gross ist, dann geniesst du das natürlich auch. Mit deiner 30-jährigen Erfahrung, was empfiehlst du Spielern, die heutzutage so in der Öffentlichkeit stehen? Ja, gar nicht. Weil, ich bin nicht einer, der daran glaubt, dass man anderen Ratschläge kann teilen kann. Sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und das Wichtigste ist, dass jeder sich selber vertraut und die Sachen so macht, wie er es für richtig empfindet. Weil am Ende des Tages muss die Konsequenzen selber tragen. Und wie geht man mit negativen Emotionen um, gerade wenn man verliert? Da geht ja wieder jeder anders damit um. Vielfach ist natürlich durch die Bedeutung, die man dem Ganzen gibt, ist dann nicht im Erfolgsfall, sondern im Misserfolgsfall sind die Emotionen dementsprechend auch negativ. Vielfach wird auch wie ein Drama daraus gemacht. Für mich sind Niederlagen nie so schlimm gewesen, sondern es ist ein Teil vom Sport gewesen, es gehört dazu. Aber so wie man damit umgegangen ist, das ist dann schon, ja, da habe ich selber auch lange Mühe gehabt, dass man so ein Drama daraus macht. Und hey, was ist schon passiert? Ist ein Spiel verloren gegangen? Ist doch nicht so tragisch. Zum Abschluss, was empfiehlst du auch jungen Spielern jetzt gerade für die Zeit nach dem Fußball? Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder hat seinen eigenen Weg, den er verfolgt. Die Interessen sind ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass man nach dem Fußball, wo man doch so leidenschaftlich gern gemacht hat und seit Kindsbein so der Mittelpunkt vom Lebens war, dass man etwas findet, wo man genau die gleiche Leidenschaft, die genau gleiche Freude und Passion dafür empfindet. Weil das Leben ist nachher noch lang und da gibt es noch ganz
viele schöne Momente, die auf einem warten. Und wenn man das schafft, wirklich etwas zu finden, das einen befriedigt, wo man mit Freude und Begeisterung jeden Tag zum Bett aus kann und kann sagen, wow, cool, ich freue mich, dann ist das, glaube ich, das Schönste, was man nach der Karriere erreichen kann. Vielen Dank, Alain, für das Interview. Das ist gern geschehen. Credit Suisse feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum mit dem Schweizerischen Fußballverband. Mehr Infos zu dem Sponsoring-Jubiläum finden Sie auf der Credit Suisse Sponsoring-Seite.